Hallo, 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 ihr wunderbaren Sean Connery-Doppelgänger und willkommen zurück zu Viel Glück, meine Königin. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung, mit mir, eurem Retro, mit mir, eurer Natalie Portman. Hallo, ich bin Natalie Portman und ich spiele Prinzessin Padme Amidala in den Star Wars Prequels und guckt, wie schön ich hüpfen kann, denn ich bin Natalie Portman. Okay, ich mag Natalie Portman tatsächlich. Nur in dem Spiel ist ihre Figur ein bisschen nervig. Ich guck mal, ob ich jetzt hier mit dem Raketenwerfer, den ich gefunden habe, irgendwas reißen kann. Offensichtlich nicht. Aber ich guck mal, ich baller da jetzt einfach mal alles drauf, was ich so hab. Was ich im Inventar hab, vielleicht bringt das ja irgendwann was. Bam. Nochmal Bam. Und übrigens Bam. Oh, das hat ja doch tatsächlich was gebracht. Aber jetzt hab ich aber eine Rakete umsonst verschossen. Also lade ich nochmal. Denn mein Raketenwerfer ist mein liebstes Spielzeug. Und dann stürzt das Spiel ab. Also lade ich nochmal. Ja, das ist immer schön, wenn das Spiel abstürzt. Das ist so perfektes Timing. Das macht die Leute glücklich. Wenn das Spiel abstürzt, da hat man viel Freude dran. So. So. Dann gehen wir doch nochmal den Generator in die Luft jagen. Da wollte ich gar nicht lang. Ich wollte hier oben lang. Genau. Und dann da. Und dann gucken wir mal. Wir haben 10 Raketen. Rakete 1. Rakete 2. Rakete 3. Rakete 4. So. Und dann können wir weiter. Ich bleibe an eurer Seite, Euer Hoheit. Das ist lieb von dir. Das ist echt lieb. Und ich bleib beim Captain Panaka. Auf den wird nämlich schon gewartet. Wir werden das Schloss durch die Fenster im seitlichen Garten betreten. Okay. Vorwärts. Ich bin bereit. Medkit. Und weiter geht's. Hier lang. Ich komme mit. Da waren nicht schon ein paar Soldaten, die haben mir gesagt, dass sie auf dich warten, Captain. Die waren so, oh, Captain, mein Captain, wo ist mein Captain? Der da oben zum Beispiel. Einige unserer Soldaten haben das Fenster gesichert. Ich bin bereit. Panaka? Jetzt, da wir wieder zusammen sind, können wir weiter. Okay. Unsere... Ich habe nur 8 Leben. Kleines Medkit. Aua. Okay, wir sind wieder Obi-Wan und wir haben echt wenig Leben. Oh, und das ist hier alles zusammengekracht. Qui-Gon wurde getötet. Und deswegen ist das Spiel vorbei? Haben da Leute den Film nicht gesehen? Qui-Gon stirbt so oder so. Okay, und ich habe nicht gespeichert. Doof, 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 doof. Doofenschmerz. Hallo, ich bin Natalie Portman und willkommen bei Jackass. Heute zeige ich euch, wie man mit viel Aufwand und wenig Kreativität einen Generator zerstört. Guckt, als erstes müsst ihr die Angriffstaste drücken. Dann macht das Bumm. Dann drückt ihr die Angriffstaste nochmal. Dann macht das wieder Bumm. Das wiederholt ihr noch so zweimal.
Und schwupps ist der Generator weg. Ich bin bereit. Und dann rennt ihr voraus. Und wartet auf den Captain Panaka. Wir müssen auf Captain Panaka warten. Genau, das machen wir dann jetzt mal. Denn der Captain Panaka, der müsste eigentlich gleich kommen. Theoretisch. Also eigentlich müsste der... Captain? Wir werden das Schloss durch die Fenster im seitlichen Garten betreten. Gut, dann komm. Wieso bleibst du jetzt da stehen? Ich bleibe an eurer Seite, euer Hoheit. Gut, dann komm mit. So. Oh, wo bleibt ihr denn schon wieder? Vorwärts. Ja. Sieht man, wie du mitkommst. Einige unserer Soldaten haben das Fenster gesichert. Toll! Ich bleibe an eurer Seite, euer Hoheit. Jetzt, da wir wieder zusammen sind, können wir weiter. Und ich speichere erstmal. Nur 8% Leben, das ist echt nicht so gut. Medkit holen? Nicht gut. Okay, nochmal. Ah, Mist! Aber es ist echt ein bisschen unrealistisch, dass das Spiel vorbei ist, wenn Qui-Gon stirbt. Weil, Alter, macht ja... Okay... Hey! Darf! Haha! Mit dem Raketenwerfer auf den Darth Maul. Da stellt sich die Frage, darf er denn das? Und er darf! Autsch, das tut weh! Echt unhöflich von dir, Darfi. Wieso hat er wieder so viel Leben? Hier, guck mal, Thematikdonator. Na komm, ich lade doch mal. So, Darfi? Aua. Ah, okay, jetzt kann ich weiter. Und jetzt werden wir getrennt. Wie im Film. O
Obi-Wan. Die Wahl liegt bei dir, mein Schüler. Und wir sind wieder Padme. Das letzte Gefecht. Wie lauten eure Befehle, Euer Hoheit? Sie bleiben hier und sichern unsere Flucht. Wir müssen den Vizekönig finden. Jawohl, Euer Hoheit. Wir müssen uns beeilen. Ich erwarte eure Befehle, Hoheit. Ich gucke erst mal, ob hier irgendwas Cooles rumliegt. Wer soll gerettet werden? Es ist noch nicht zu spät, den Pakt mit der Handelsföderation zu unterzeichnen. Damit könntet ihr uns alle retten. Ja, doch jemand rettet mich gerufen. Okay, gibt's hier irgendwas Cooles? Nee. Wer hat denn jetzt hier rettet mich gerufen? Ich frage mich, wie sich unsere Truppen schlagen. Ich danke euch für meine Rettung. Sie wollten mich gerade zum Verhör bringen. Verhör? Warum? Um die Kampfdroiden daran zu hindern, die Kontrolle über den Palast zu erlangen, haben wir die meisten der farbigen Schlüsselkarten versteckt. Ihr benötigt alle Karten, wenn ihr in den Thronsaal wollt. Wo sind die Schlüsselkarten? Cyrus hat den weißen Schlüssel. Ich weiß nicht, wer die anderen Schlüssel hat. Wo ist Cyrus? Cyrus und einige andere werden hinter dieser Tür festgehalten. Wir müssen die Gefangenen retten. Halt! Die Gefangenen werden schwer bewacht. Hinter der Tür wartet der sichere Tod auf euch. Wir müssen einen Weg finden, sie zu retten. Okay. Was ist das da oben? Wie drücke ich den Schalter? Ach, hier muss bestimmt irgendwo eine Kiste sein oder so. Und kann ich diesen Stuhl da schieben? Nee. Gibt's hier eine Kiste? Ja, da ist eine Kiste. Die Kiste kann ich bestimmt schieben. Ah, wieder ein Kistenschieberätsel. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Denn wir lieben Kistenschieberätsel. Hallo Kiste? Ein kleines Medipack. So, dann schieben wir mal die Kiste wieder dahin, wo die Kiste hin muss. Nämlich nach drüben. Was man als Königin nicht so alles machen muss. Da muss man die ganzen schweren Möbel hin und her schieben. Weil das sieht aus, als wäre es ein Schrank, ein Regal, ein Dings halt. Ein Dingsbums. Ein sehr schweres Dingsbums, für das wir unsere ganze Kraft benötigen. Aber was wir nicht alles machen für unser Volk. Ja, da schieben wir auch ganz schwere Dingsbümse hin und her. Und dann drücken wir auf so einen Knopf. Und dann öffnet sich ein Geheimgang. Königin Amidala, ihr habt uns gerettet. Ich brauche alle Schlüsselkarten, die Sie versteckt haben. Hier ist der weiße Schlüssel. Es ist der einzige, den wir haben. Danke. Bitte helfen Sie diesen Männern zu fliehen. Ich muss weiter zum Thronsaal. Viel Glück, Euer Hoheit. Euer Hoheit. Hoheit. So.
Hanaka? Hier entlang. Wir müssen uns beeilen. Hä? Aber ich habe die Schlüsselkarte. Kann ich jetzt hier nicht durch? Ah, so. Und wir sind wieder Obi-Wan. Und es ist bedrohlich und gefährlich. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Okay, da kann ich nicht lang. Oh, ich liebe den Soundtrack. Und wir haben Leben verloren. Okay, hier unten gibt's nichts. Dann warte ich mal, bis dieses Plateau, diese Plattform, dieses Schwebeding wiederkommt. Falls es wiederkommt. Muss es ja eigentlich. Okay, jetzt geht's erstmal nach oben. Okay, da sind Qui-Gon und Darth Maul. Aber hier oben gibt's nichts. Also muss ich da lang. Ah, das ist eine tolle Kameraperspektive gerade. Man sieht echt gar nichts. Aua. Ah, jetzt habe ich unnötig viel Leben verloren. Ich speichere mal am besten. Gehe auf diese Plattform. Jetzt komme ich hier hin. Okay, kann ich... Ja. Kann ich da runterspringen? Ich speichere mal. Dann gucke ich mal, ob ich da runterspringen kann, ohne zu sterben. Das sieht ein bisschen zu weit aus. Aber ich könnte darüber springen. Autsch. Auch ouch, das geht auch nicht. Ja, Also darüber springen geht nicht. Doch, das geht. Okay, dann kann ich da auf diese Plattform. Durch dieses Tor meine ich. Dann verlieren wir erstmal richtig viel Leben wieder. Okay, hier ist eine Kiste. Okay, mit der Kiste kann ich nichts machen. Hallo, Vika. Ja, du bist eine gute Katze. Was hat der Schalter jetzt gemacht? Okay. Jetzt
jetzt ist diese Lesebarriere deaktiviert. Und jetzt? Da hochspringen kann ich nicht, oder? Nee, das geht nicht. Ah, nur 30 Leben, das gefällt mir gar nicht. Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich diesen Knopf gedrückt habe? Wieso sind die Droiden gerade so stark? Mal drauf drücken. Was passiert dann? Okay, da kann ich nicht mehr lang. Aber darüber springen kriege ich. Das schaffe ich doch gar nicht. Nee, sag ich doch. Okay, dann schauen wir uns das in der nächsten Folge an. Bis dann!